Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge hier vom Arsch. Wir werden noch die letzten Bäume hier fällen. Und dann sehen wir weiter, dass wir zum Wald kommen. Weil wir brauchen Holz für Sägewerk. Ja, nochmal kurz, herzlich willkommen zu einer zweiten Folge hier vom Arsch. Ich wünsche allen. Ach nee, Samstag ist nicht. Quatsch. Schönen Montag. Ja, gut. Schönen Montag. Ja, letztes Mal noch wünschen, schönen Samstag, stimmt so nicht? Runter. Also ich komme schon durcheinander mit der Zeit. Kein gutes Zeichen. Ja, wir machen heute Holz. Und ja. So viel mehr werden wir nicht kommen. Weil wir brauchen viele Bäume. Das Sägewerk. Nächste Folge werde ich schauen, dass wir da zumindest anfangen, Munition zu liefern, und zwar mit Wasser, Öl und Mist und das Holz zum Sägewerk bringen. Also die, was zu gerade fällen, müsst ihr dann zum Sägewerk fahren. Aber das Holz reicht lange nicht aus, da müssen wir recht viel haben, damit die Produktion wirklich lange läuft, weil wir haben im Frühjahr vielleicht noch ein bisschen Zeit. Aber im Sommer haben wir es voll zu tun mit der Ernte. Und dann geht im Herbst schon die nächste Sache los. Und zwar die Aussaat, die nächste. Also ist noch weit voraus, aber wie gesagt, wir haben zwei große Felder mit Getreide. Einmal mit Weizen und mit Gerste. Das beansprucht uns voll. Im Herbst haben wir mindestens zwei Felder Raps. Also 1 und 14 habe ich so geplant. Nebenbei haben wir uns jetzt hier diese Bereiche Wiese. Das gefällt mir 15 war und ist eigentlich, aber das ist jetzt eine Wiese für eine Saison. Dann haben wir auf 2 noch eine Wiese. Und bei die Felder, wo Kartoffeln und Grün drin waren, da überlege ich noch, ob ich da auch ein Mais anpflanze. Oder irgendwas anderes. Oder Hopfen muss ich auch noch anpflanzen. Das Hopfen kommt eben früher. Aber das wäre noch eine Möglichkeit, die beiden Felder Hopfen zu machen. Darf ich nicht vergessen, Hopfen geht in der Brauerei relativ viel. Ne? Also da muss ich sehen, ne? Wo ich da was zaubern könnte. Vielleicht gelingt es mir auch noch ein bisschen Geld zu verdienen, dass wir da später noch ein Feld kaufen können. Also für fertiges Feld zum Beispiel wäre ganz gut. Ne? Aber wie gesagt, Produktion im Sommer und im Herbst wird dann eher nebensächlich werden. Das werden wir im Höchstfalle im Frühjahr und jetzt im Winter betreiben. Ne? Und dann eher natürlich wieder voll losgeht und wir entsprechend unsere erste Ernte können wir durch hinfahren. Und dann wieder die Brauerei bestücken. Das wird nicht ewig reichen. Hopfen wie Malz. Brauchen wir viel Getreide. Also viel Weizen und Gerste. Ja. Natürlich ein Schlachthof, den ich noch geplant habe. Ne? Dass Schlachthof dann schön Fleisch, Wurst und das Zeug entsprechend, dass wir da noch ein bisschen Geschäft machen können. Den Plan noch zu bauen, und zwar ich weiß nicht genau wo. Ja. Das Besten wäre ja normalerweise nee, das der Stelle, ne? Weil haben sie so viele Schweine. Ja, mal sehen. Oder direkt in den Schlachthof, neben dem Papierfabrik. Was da noch mal passen könnte. Oder an anderer Stelle mal sehen. So, später muss ich Stuppen wegfräsen, dann können wir dann besser arbeiten.
Weil jetzt können wir nämlich auch so später hier auch entsprechend links und rechts, also hier im Prinzip fahren, ne? Die Birken können wir nicht wegmachen, nur den Baum mit dem Gerät hier. Aber die stören ja auch nicht. Da drüben die Bäume stören auch nicht. Das sind neben den Graben. Wir fahren jetzt Richtung Lenkung geht nicht. Man geht schon, aber so schlecht. Na gut, die Folge jetzt geht. Wir fahren jetzt zum Wald, unserem Wald, ne? Ja, fahren wir hier quer rüber. Also die Bäume kommen nicht lang, aber schwer. Ne? Also schwierig. Fahren wir hier ein bisschen. Mal gucken mit dem Lenkrad. Was in der Mitte ist, haben wir das Tool. Ja, wir fahren jetzt zum Wald und machen da die Bäume weg, ne? Ein paar jedenfalls, so dass man die weg mehr arbeiten kann. Besonders nachts, wenn wir hier auf 30 hochgehen, ne? Dass da entsprechend das voll laufen kann. Dann können wir morgen oder übermorgen Waren verkaufen. Ja, Bier vor allen Dingen, hab ich gedacht. Verpackung, weiß noch nicht genau. Wir werden brauchen für unseren Schlachthof. Aber denkt man nicht alles. Ansonsten, wenn man die Sägewerk, weil das Holz ist, nach Möglichkeit aktivieren, dass wir da entsprechend ja. Ja. So Paletten verkaufen können noch, ne? OBS, Sparplatten, all das Zeug. Ja, jetzt läuft noch hier nebenbei unsere Silage. Müsste mal sehen, vielleicht können wir noch einmal Dings verkaufen. Grünplätze. Dürfte noch ein bisschen sein. Ja, läuft das gut. Mal zur Kontrolle mal vorbeifahren, ne? Ja, die kriegen wir noch für Arbeit, alles schön. Zur Not müssen wir halt noch ein bisschen ein weiteres Förderband kaufen. Macht immer Geräusche. Hier liegen noch Gewichte rum. Den Liegen liegen lassen. Tja, Winter, ne? Früher Winter. Drei Jahre Zeit. Drei Tage zur Spielzeit. Ich denke mal, am besten am Anfang. Denn Ruhefelder habe ich noch nicht. Ich habe mal vorne den Ton getestet. Sah ganz gut aus, denke mal, das kann so bleiben. So, da sind wir wieder. Fangen wir gleich hier vorne an. Wir machen das jetzt fertig. Also Bäume pflanzen müsste ich eigentlich auch noch irgendwie bei Gelegenheit. Ja, ich habe schon ein paar gepflanzt. Normalerweise. Ja, stehen noch. Die stehen noch. Klein und fein. Also ich habe 200 Stück gepflanzt. Also sollte eigentlich wachsen. Aber immer dauert lange. Ja, hier stehen noch ein paar am Rand.
schauen wir mal, ne? Wie lange die brauchen werden, um entsprechend groß zu werden. Ob sie überhaupt groß werden. Mal sehen. Oh ne, ich bin müde. So gar nicht. So, da sind wir. Zack. Nächsten Baum weg. Ja, neue Pflanzen, das ist eigentlich notwendig, weil es wächst ziemlich lange. Mit Seasons, aber ich sag mal so rum. Der Marsch hat viele Wälder, also kein Grund zur Panik, wegen kein Holz, ne? Oh, ja. Also heute wird nicht alt. Das sieht genauso aus wie vor 14 Tagen. Da habe ich auch so gemacht. Auch wieder aufgehört. Denn das bringt ja nichts. Hab ja morgen auch noch Zeit. Bisschen, ne? Jetzt ist sie überhand. Ja. Ja. Rüberschieben, ne? Also wir können 3D-Motor haben, ne? So, dass der uns entgegenkommt. Ja, heute ein paar Bäume, morgen in der Folge ein paar Bäume fahren. Ja, und dann schauen wir weiter. Wir hatten gestern Sturm in der Nacht. Ich dachte auch, hier pfeift draußen, du. Aber zum Glück ist der Schnee, was gefallen ist, nicht liegen geblieben. Und wäre das wieder Verkehrschaos gegeben. Also dazu liegen wir etwas zu tief. Ist zwar Schnee gefallen, aber halt nicht kalt genug, ne? Also mal ein Glück auch, das ist ja nicht schlecht. Wenn man Auto fahren muss, ist es besser, wenn es schneefrei ist. Ja, Stoppenfräsen soll nochmal gemacht werden. Oh. Das ist nicht so gut. Aber gut. Muss ja sein, ne? So, liebe Schauer, das soll es für heute gewesen sein. Das war auf mich heute.
Jedenfalls läuft die Sache jetzt so weit wie gut. Dann seid mal Tschüss und Winke Winke. Dann geht man jetzt ins Bett und bin morgen frisch und munter. Und dann geht es auch ein bisschen, geht man gesprächiger weiter. Dann mal Tschüss und Ciao. Bis dann. Tschüss. Danke fürs Reinschauen.